Deutschland 2019 15.700 Kinder als Opfer sexuellen Missbrauchs polizeilich erfasst. Die Dunkelziffer liegt mindestens 15 Mal höher. 6.512 erfasste Fälle von Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung sogenannter Kinderpornografie in Deutschland. Wer deckt auf? Ritueller Missbrauch an Kindern, Verschwörungstheorie oder vertuschte Wahrheit. Adrenochrom, was steckt dahinter? Hast du jemals schon den Schmerz gespürt, wenn eine Nachricht zu sehr dein Herz berührt? Und du verstört, verstummt, gelähmt, geschockt zurückbleibst. Wenn du von Taten hörst an einem Kind, die auszusprechen schon zu grausam sind, deren Existenz dir allen Mut und Glauben nimmt. Und du fragst dich bei dir, ob die Welt wohl immer so sein wird, wie sie ist. Und du spürst, dass du trotz deinem Glück das Leid dieser Kinder nicht vergisst. Schrei mit mir den Schrei. Kann es sein, dass niemand hier ist, der ihnen hilft? Wann wird es hell? Wann wird's geschehen? Wie lange muss die Welt Kinder leiden sehen? Schrei mit mir den Schrei einer Mutter für ihr Kind. Schrei den Schrei all derer, deren Kraft zu schreien fehlt. Schrei den Schrei. Stimme zu sein, die man sonst nicht hören kann. Von Bewegungen, die nicht feig wegschauen, sondern sie stellen auf den dunkelsten Grau und ihr Lebenswerk für freie Menschen geben, die dich wieder hoffen lassen, dass die Welt nicht immer so sein wird, wie sie ist. Über dir geht die Sonne auf, am Horizont erscheint schon das Licht. Dies ist der Tag einer Mutter und ihrem Kind. Für all die, die in den Kampf gegen Dunkel und Leid eingestiegen sind, die nicht mehr schweigen, die nicht mehr gehen, die für die Freiheit aller Menschen Kinder stehen. Dies ist der Tag. Bis das Licht in jedem Herz gewinnt.